halten, ist allgemein bekannt und vielleicht auch verständlich. Im Straßenverkehr kann das allerdings tödlich sein. Die Unfallzahlen, besonders bei Motorradfahrern, sprechen eine deutliche Sprache. Auch die herkömmlichen Sicherheitstrainingskurse des ADAC konnten diese gefährliche Entwicklung nicht stoppen. Ein neues Konzept, das auch von den Jugendlichen akzeptiert wird, entwickelte jetzt das Institut für Zweiradsicherheit in Bochum. Dies ist ein sogenannter heißer Ofen, beliebtes und häufig anzutreffendes Fortbewegungsmittel junger Leute. Als Lärmverursacher haben Motorradfahrer freilich ein schlechtes Image und sie leben gefährlich, besonders die 18- bis 20-jährigen Fahranfänger. Über 1300 Unfalltote im letzten Jahr stellen eine traurige Bilanz dar. Fehlt es den Jugendlichen an ausreichender Fahrpraxis? Überschätzen sie ihre Maschine? Sicherheit ist leider für sie kein ernstzunehmendes Thema. Deshalb hat das Institut für Zweiradsicherheit in Bochum jetzt ein Konzept entwickelt, das Freizeitspaß mit Sicherheitstraining verbindet. Dieses Wochenendmotorradcamp in Haltern war attraktiv genug für einen Rockerclub aus dem Ruhrgebiet. Die Outlaws, Gesetzlosen, wie sie sich nennen, machten begeistert mit. Mit Spezialmaschinen wurden Geländefahrten und Preiswettbewerbe veranstaltet. Geschicklichkeit konnte hier geübt oder unter Beweis gestellt werden. Nicht ganz einfach in dem tiefen Sand, wie man sieht. Jedoch Grund genug zur Schadenfreude für die zuschauenden Kumpel. Mindestens so schwierig aber war es, die eigene Maschine durch einen Kiesgraben zu bringen. Die nötigen Tipps und Hilfestellungen gab ein ADAC-Betreuer, der besonderen Wert auf das richtige Bremsverhalten legte. Und das ist das, wo ich drauf zu sprechen komme. Also keiner macht sich Gedanken darüber, sondern man fährt. Und wenn jetzt eine Gefahrensituation kommt, dann lange ich hin. Und dann lange ich eventuell vorne zu viel hin und lege mich auf den Bart, obwohl das gar nicht nötig war. Bremsen und Umfahren von Hindernissen machte den Outlaws richtig Spaß. Denn bei diesen Übungen fühlten sie sich sicher und fast wie Profis. Haben Sie sich bisher für einen guten Fahrer gehalten? Im Straßenverkehr draußen habe ich mich für einen sehr guten Fahrer gehalten. Wie denken Sie jetzt nach dem Training darüber? Haben Sie sich verbessert? Ich habe mich in speziellen Situationen mit Sicherheit verbessert. Die Situationen, die hier geübt werden, die kommen wohl draußen nicht vor, aber das Motorrad kann man dadurch besser beherrschen lernen, wenn man sowas übt. Das Wochenendcamp kommt an. Vom Institut geschulte Sozialarbeiter sollen demnächst ähnliche Veranstaltungen in eigener Regie durchführen. Es bleibt zu hoffen, dass Gemeinden hierfür geeignetes Gelände zur Verfügung stellen werden. Richtiges Fahrverhalten kann schließlich Leben retten. Nachrichten in Journal.